Hey Freunde, damit mal wieder herzlich willkommen bei eurem Tjulfa und herzlich willkommen zurück zu 24 Stunden in der SCP Foundation. Falls ihr diese Serie noch nicht kennt, das hier ist ein Spiel, bei dem wir in der SCP Foundation arbeiten und jeden Tag einen neuen Auftrag bekommen, bei dem wir irgendwas machen müssen, was mit irgendeiner Entity zu tun hat, mit was auch sonst. Putzen tun wir hier bestimmt nicht. Und wir hatten schon einige krasse Aufträge, die passiert sind. Wir haben zum Beispiel in der Wüste uns selbst verbrannt. Bisschen paradox, ich weiß. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, solltet ihr auf jeden Fall das Video oben rechts in der Ecke anklicken. Aber wir schauen mal, was wir heute für einen Auftrag bekommen. Was wir heute zu tun haben. Wenn euch die Serie gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Und wir schauen mal, was wir SCP-300... Aber das ist hier, glaube ich, wieder nur so ein Text, den wir ausfüllen müssen, oder? Wir müssen hier nämlich immer noch so Lückentexte ausfüllen, so ein bisschen. Haben wir das jetzt hier drin? Genau, 2 bis 8 Stunden. Und SCP-300... ist eine antike Glas-Parfümflasche scheinbar, die mit etwa 2,4 Milliliter einer nicht identifizierten farblosen Flüssigkeit gefüllt ist. Und falls ein Parfümtropfen aus der Flasche rauskommt, kann man da drin animierte Szenen sehen. Und jeder Tropfen hat eine andere Szene. Ey, SCPs sind einfach wild, Leute. Ich sag's, wie es ist. Aber wir haben den Text fertig ausgefüllt. Wir senden das mal ab. Hier geht's jetzt um SCP-090. Also ihr müsst jetzt gerade hier kurz ein paar Dokumente ausfüllen. Und dann geht's in das heutige Abenteuer rein. Und bei SCP-090 handelt es sich um irgendeinen komischen Würfel. Okay. Und scheinbar hat der Würfel irgendwas mit Katastrophen auf der Welt zu tun. Also das ist so ein Würfel, der sich immer neu anordnet. Und hier gab es irgendeine komische Anordnung. Und 2 Stunden später riesiger Tsunami, hunderttausende Tote. Ein Zufall? Ich glaube nicht. Und auf diesem Würfel ist halt so ein Muster, was scheinbar vervollständigt werden kann. Und die vermuten, sollte dieses Muster je komplett vervollständigt werden. Weil bis jetzt hat der Würfel wohl immer nur so 3, 4 Bilder vervollständigt. Und direkt Tsunami, sollte das Bild komplett vervollständigt werden, gibt es vermutlich ein Desaster von noch nie dagewesenem Ausmaß. Es gibt so krasse SCPs, Leute. Oh, und der Direktor schreibt jetzt auch noch mit uns. Es gibt ein temporäres Archiv, das sortiert werden muss. Die anderen sind im Einsatz, also müssen wir das übernehmen. Und das klingt jetzt vielleicht harmlos. Temporäres Archiv. Das letzte Mal, als wir irgendwas sortieren mussten, waren wir mehrere Stunden in irgendeinem Bunker gefangen und irgendeine Merkwürdige gemacht hat, versucht, uns umzubringen. Also, ich weiß doch nicht genau. Und der Auftrag hat hohe Dringlichkeit. Kein Problem, ich kümmere mich drum. Bis jetzt bin ich immer lebend zurückgekommen. Mehr oder weniger. Aber der Boss kann sich natürlich auf uns verlassen. Chuck, gar kein Problem, ich mach das. Ich krieg das hier nicht den Kopf verlieren und immer ehrfürchtig bleiben. Und dann an die Arbeit. Okay, ich bin gespannt, was wir heute zu erledigen haben. SCP-239, Klassifizierung Euklid. Okay, Bewusstseinsintrusion. Okay, hier ist jetzt natürlich nicht viel drin. Der Bericht ist sehr ausführlich. Und wir möchten natürlich weiterlesen. Oh wow, was wird hier alles aufgelistet? Archiv zur frühen Eindämmung von SCP-239. Mutterschaftsanmeldeformular. Hexenplan, 26.01.2004. Hey, worauf haben wir uns wieder eingelassen hier? Oh, irgendwas passiert. Wir erleben das halt quasi dann immer aus erster Hand. Please provide your identification code according to the mission letter. Okay, es ist wieder ein D-Class hier. Blackbirds. Tell me, Doc, when was the last time this rag on my head was washed? Ah, wir haben eine... Wir haben einen Lappen auf, also so ein... So ein Sack überm Kopf. You must first provide your identification code. Otherwise, you will be executed. Oh, was? Alright, alright. 420 Blackbirds baked in a pie. You're a real fan of these formalities. Everything's gotta be right by the book. Oh, okay. God, fuck. Wir haben uns den Sack vom Kopf gezogen. Aber wo sind wir Mike hier? Mike Donald, Consciousness Intrusion Expert, former leader of MTF UP2, Codename Spider. Codename Spider. Now, level D personnel, number 6744. Enough with these damn formalities. Just what the hell you want me to do? Wir waren mal ein Doktor? D6744, do you know about the Witch Plan? I've heard the name, that's all. Der Hexenplan. The plan is under the direct command of O5. Every last detail of the plan is protected by the strictest confidential terms. Okay. So what? D6744. What you're about to witness. Was? Top secret information. Of the Whoa! Foundation. What the hell? What's going on? A few Was hours ago,
Something went wrong with the Witch Plan experiment. The energy of the human anomaly, SCP-239, is out of control and has begun diffusing outward, disintegrating everything it touches. SCP-239 außer Kontrolle. SCP-239 is now a ticking time bomb. She could go off at any moment. Ist das, was da oben? I need you to enter the consciousness of SCP-239 to stop this bomb from exploding. Wer oder was ist SCP? Fully charged and ready to enter. Was? Moment, was? Begin the program. Was machen die denn jetzt? What's happening? D-67-34. Wie sollen denn das Bewusstsein von SCP-239 und SCP-239 ist aktuell sowas wie eine tickende Zeitbombe, weil irgendwas schiefgelaufen ist? Und wir sollen verhindern, dass es noch viel schiefer läuft. Was steht da? Ich glaube nicht, dass das Worte sind, oder? Camus Maugam? Sind das Worte? Oh! Oh! Oh, eine kleine Eisenbahn. Sehr süß. Oh, wir können sprinten, okay? Und die Eisenbahn entgleist. Und jetzt haben wir ein Schaukelpferd vor uns. Was passiert? Oh! Es ist komplett dunkel um uns rum. D-6744, can you hear me? Son of a bitch! Fuck you! The situation is urgent. Sehr nett. If you were still the way you used to be, you would have done the same. Okay. Hello there? Also... Oh-oh. Ist das SCP-239? D-6744, what did you see? A little girl, but she ran away when she saw me. That little girl is SCP-239. SCP-239. Wir haben alles Mögliche hier gefunden. Also das kleine Mädchen ist SCP-239. Wir sind im Kopf von SCP-239 und müssen sie jetzt irgendwie beruhigen oder so, wenn ich das richtig verstanden habe. Was ist das? That probably explains her total loss of energy control. Then how should we proceed? Was? Interagieren? Wie kann ich das jetzt hier die Spieluhr aufziehen oder was? Dan, her pre-conscious. If there's a solution to this, it's gonna be in there. Good. D-6744. You really are the right person for this mission. Okay. Wir sind der Richtige für den Auftrag, klar. SCP-239 is no ordinary girl. She is uniquely dangerous. Do not forget. Yeah, okay. I got it. I'm dangerous too, don't forget. SCP-239 ist sehr gefährlich, wurde uns gerade gesagt. Okay, aber das werden wir wahrscheinlich noch rausfinden. Ich denke, wenn wir die Spieluhr spielen, wird jedes Mal einer von diesen Ringen an seinen Ort gebracht, so wie es hier gerade passiert ist. Und ich denke, dann werden wir immer irgendwas hinter dieser Tür erledigen müssen. Das ist... meine Logik gerade. Ich glaube nicht, dass es so schlau ist. Was ist das? What the hell is this? Zeus, Rainstorm, Whisper, Butterfly, Garden. Was ist denn hier los? Passion, fresh, resin, Rora, Ladybug, Time Clock, Summer. Ich gehe einfach zu der Tür da drüben. Ich hoffe, der da hat nicht vor uns irgendwas zu tun. Ich glaube nicht. Der rafft. Boah. Was? Oh, doch, er kommt. Oh, wer ist das? What the hell? Holy mother of... Was? Lauf doch schon mal los! Was? Lauf doch schneller! Lauf doch schneller, Bro! Alter, er ist hier einfach halb am Chillen
Mach dir halbe Kaffeeausfahrt oder was? Come on, schneller, schneller, schneller. Er ist direkt hinter mir. Komm, oh! Wow, was? Was? Da war noch einer. Da war noch einer hinter der Tür. Oh, mir geht's gar nicht gut. Oh, mir geht's gar nicht gut. Fire Exit hier lang oder was? Nein! Zu langsam gewesen. Oh, ich glaube, wir müssen wirklich einfach immer nur den Fire Exit-Schildern hier unten folgen. Kann das sein? Dann wäre ich vielleicht eben auch nicht in die falsche Tür gelaufen, wenn ich richtig aufgepasst hätte. Wow, der ist so schnell hinter uns. Was soll denn das? Der kriegt uns doch, oder? Nee. Oh, wo bin ich? SCP-238 jetzt hier? Was? Was ist jetzt SCP-238? Die Kameras gucken mich an, oder? Folgen die mir? Ja. Containment Unit. Ah ne, das ist 239. Ich habe gerade 238 gelesen. Ich bin nicht gut in Mathe. Teile zurücksetzen. Verknüpfe alle Fragmente entsprechend der Vorgaben. Linien dürfen sich nicht überschneiden. Fragmente dürfen nur einzeln verknüpft werden. Okay. Das ist ja nicht so schwierig, oder? Hat das... Oh. I'm Dr. Pierce. We are now conducting ability control test number 125 of SCP-239. Okay. Wir führen einen Test durch. Let us begin. Was ist das Mädchen, oder? Set voltage strength to 30 kilovolts. Power on. Was? Oh! SCP-239. Move the target object to the designated location. Oh, sie hat irgendwelche telekinetischen Fähigkeiten. Und die... Ability control test number 125 has failed. The voltage intensity must be insufficient. I'll need a new test site, along with new equipment that can handle a greater voltage load. Oh. Die können... Oh nein, das haben die gemacht. Also SCP-239 scheint einfach nur ein kleines Mädchen zu sein, was halt komische Fertigkeiten besitzt. Und wenn sie mit Elektrizität vollpumpen, kann sie ihre Fähigkeiten nutzen. Also setzen sie sie einfach unter riesige Mengen Strom... Und dann muss sie irgendwelche Experimente machen, irgendwelche Gewichte bewegen. Hier 200 Kilo Gewichte. Oh Mann. Und jetzt haben wir hier. Und wir hören sie reden. Oh no. Sie sagt, sie ist so müde, wahrscheinlich von den ganzen Experimenten. Und dass sie einfach nur ein bisschen schlafen möchte. Wir haben hier einen Spiegel oder irgendwas zertrümmert. Und guck mal, da drin können wir... Da drin können wir dieses Gefängnis sehen, wo sie drinne war. Und wir bauen jetzt vermutlich mit den Teilen, die wir haben, nach und nach die Spieluhr zusammen. Und können jetzt immer neue Ebenen aktivieren. Jetzt die nächste Tür. The energy of SCP-239 is still diffusing outward. What's your situation? Situation's more complicated than I thought. I'm gonna need more time. Be quick about it. I got it. Quit rushing me. Wir brauchen mehr Zeit. Das ist genau das, was wir nicht haben. Aber wir haben die nächste Tür aktiviert und freigeschaltet. Wir gehen durch. Und wo landen wir hier? Have you heard? Oh. Heard what? O5 is displeased with the slow progress of Dr. Pierce's experiments. Was ist denn der O5 fragt? They've appointed a new director to take over the project. You sure it's not just a rumor? Today's morning session was chaired by Dr. Pierce. It's true. Trust me. If Dr. I'm being Pierce honest, I don't really like Dr. Pierce. Something about him, you know, just gives me the creeps. He's coming. Stop. Oh. Was ist das jetzt? Ah, aufgelöst. Okay. Also, dieser Dr. Pierce hatte scheinbar die Experimente geleitet an SCP-239. Dann wurde er aber wohl ersetzt, weil sein Fortschritt nicht schnell genug war. 28. Dezember 2003. Dr. Violet Tattoo. Wissenschaftliche Leiterin Standort 1711 wird heute 9:50 Uhr Büro aufsuchen. Okay, ja, was auch immer.
Das schließen wir mal. Wir. Oh! Was? Ah, müssen wir wieder so ein Ding machen? Oh, wow! Das ist aber komplizierter wie das letzte. Linien dürfen sich nicht überschneiden. Das ist der ganze Trick hier bei der Sache, glaube ich. Aber das kriegen wir doch hin, oder? Wir müssen einfach nur alles verbinden einmal. Ja, das ist kein Problem. Also das kriege ich ja wohl hin. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Boom. Easy, gar kein Problem. How are the preparations einfach. For the experiment coming? Wow, wow, wow. Es schreckt mich doch nicht so. Everything is ready. Good. Okay. Anything to be aware of? Sam went to the counseling room after yesterday's experiment. Give him an injection of amnestic agent and let Arthur take his place. Arthur soll für ihn einspringen. Welcher Arthur? Ich weiß nicht, wer Arthur ist, aber werden wir noch rausfinden. Muss ich hier durch? Erfordert Personalkarte. Muss ich jetzt hier... Ah, hier liegt doch eine, oder? Sean's Personalkarte, okay. Nehmen wir mit. Und dann können wir auch schon hier durch. Und... Oh. Was sind das für Geräusche? Warum steht die Tür hier wie unter Strom? Was ist das denn? Okay, keine Ahnung. Oh, hier ist ein Zettel. Versuchsbeschreibung von Dr. Sean, Pierce Assistentin. ARB Druckausgleichsexperiment. Impulsspannungsbereich 30.000 bis 250.000 Volt. Also das hat mal richtig gescheppert hier, Leute. So viel kann man sagen. Muss ich hier vielleicht irgendwas? Ah, einschalten. Try again. Set voltage strength to 250. Da unten ist sie. Dr. Pierce, the heart rate of SCP-239 has now exceeded 160. Her physiological indicators are quickly approaching their limit. Also die haben das Mädchen bis zum Limit gepusht mit irgendwelchen Experimenten und Tests. Pressurize. Set to 250 kilovolts. Go. Now. 250. SCP-239. Pay close attention to my instructions. Crush that car in front of you. Und sie soll das Auto zerquetschen. Wow. Und sie macht es einfach. Crazy. Sie verarbeitet das Auto komplett. The meaning of this. Wow. Sean Pierce. Was? Violet. Violet? Long time, Sean. What's it been? 7 years? I've got no time to play catch up with you. Not a great first impression okay. You're leaving either. Wir können SCP nicht mehr sehen. And interfering with my experiments. According to Foundation security regulations, I could have you detained, you know. Oh, die beiden beefen sich hier so ein bisschen. Still the same old temper. You haven't changed one bit, Sean. Well, if you want to talk business, then let's talk business. You should have a look at this first. Er soll sich was ansehen. No. No. This is O5's mandate. Das ist jetzt wahrscheinlich, ja. Which plan? And all SCP-239 experiments will be led by me. Sie leitet jetzt das Experiment. No! This is a mistake! It's not possible! Don't take it personal, Sean. Was haben wir hier noch? Einen Zettel lesen wir gleich. Is that the development of SCP-239 is moving too slow. They want a more ambitious approach. A new process, if you will. A new process? What new process? Just what do you know about process? Please, Violet, enlighten me. Sean, let us end our bickering with this. Victory comes to those who fight, and to those who last. Was kommt da schon wieder aus hier raus? Noch irgendwas Neues. Also Pierce musste seine Leitung des Experiments abgeben. Und ich glaube so langsam, dass der Witch-Plan, der Hexenplan, irgendwas ist von der SCP-Foundation, dass sie versucht haben, aus SCP-239 quasi irgendwas, eine Hexe quasi zu machen, die sie kontrollieren können. So scheint mir das vorzukommen. Wir haben hier den Zettel, Beschluss der Foundation, pipapo, genau. Das ist einfach nur hier die Bestätigung, dass Violet ab sofort hier alles leitet. Und was ist das hier? Ah, neues Teil von der Spieluhr. Who are you?
SCP-239 so verwirrt. SCP-239 weiß gar nicht, was abgeht. Sie hat uns gefragt, ob wir zum Spielen hier sind. Okay, wir ziehen das Ding wieder auf. Drei Stufen. Birdsnest, do you copy? Vogelnest, bitte kommen. Just what exactly is which plan? Which plan? That's not your concern. Focus on the mission at hand. Uns wird also nicht gesagt, was der Hexenplan ist. Uns wird nur gesagt, hey, du musst weitermachen. Du musst alles aufhalten, was sie tut. Diese Energieausbreitung von ihr aufhalten. Ich frag mich, was sich da von ihr ausbreitet, aber das werden wir bestimmt gleich noch rausfinden. Ich hoffe, das hier ist auch wieder einfach nur so ein Rätsel. Das ist aber auch einfach. Ich mach das einfach, okay? Ich bin Profi. Wir verbinden das hier. Ich mache mir Sorgen. Doch, ich bin auf dem richtigen Weg. Perfekt, einfach besser. Ja! Ohne Tutorial! Okay. Good. How's the containment room remodeling coming along? The bed and daily necessities are all in place. The okay, Violet. Of the ARB potential development plan will be completed next. Good. Was? And good. Now, how about the formal meeting with our little princess? Die kleine Prinzessin kennenlernen, okay. Treffen die sich mit SCP-239? Oh! Ist das denn jetzt die neue Kammer, in der sie sich befinden wird? Sie war dann auch komplett eingesperrt die ganze Zeit, ne? 24/7 irgendwo eingesperrt. Durchgehend. Okay, was haben wir hier? Bücherbeschaffungsliste. Wie sie das wahre Potenzial ihres Kindes entfesseln. Das Babybuch. Alles, was sie über ihr Baby wissen müssen. Okay. Feigenbäume, lieber Zoo und Zeit fürs Bett, Fred. Okay, das ist die Bücherliste, die angeschafft wurde. Und hier haben wir Violets Notizen. Durch das Verständnis des inneren Aufruhrs ihres eigenen Kindes wird dem Kind ein emotionaler Spiegel geboten, der ihm dabei hilft, sich selbst zu begreifen. Indem die Kinder sich selbst ihre Meinungen und Gedanken anerkannt und wertgeschätzt fühlen, bauen sie das Selbstbewusstsein ihrer Kinder auf. Okay, also sie probiert scheinbar einen ganz anderen Ansatz als Pierce. Obwohl das ja scheinbar trotzdem alles nach hinten losgegangen ist. Ich meine, wir müssen ja gerade versuchen, SCP-239 irgendwie einzudämmen. Violets Personalkarte. Okay, cool. Immer her damit. Und dann können wir jetzt vermutlich das hier... Oh, hier ist noch ein Zettel. Umbauplan für Eindämmungsraum. Okay, die nennen es auch... Die nennen es halt einen Eindämmungsraum. Ist halt einfach ein Gefängnis mit Glaswänden, ne? Abbau von Überwachungsgeräten. Oh, die bauen aber viel ab. Abbau von elektrischen Geräten. Abbau von Standard- und Reserveelektrik. Verstärkungsprojekt. Starkstromtechnik. Inneneinrichtung, Räumung, Prüfung und Endabnahme. Okay. Ja, aber wir sehen ja, die haben mal den ganzen Eindämmungsraum komplett umgebaut, soweit wir sehen können. Wir gehen einfach mal runter, wir schauen uns das mal an. Wir schauen mal rein. Ich bin echt gespannt. Ich bin wirklich gespannt, welches Experiment hier überhaupt dazu geführt hat, dass es jetzt so ist, wie es ist und wir hier in das Bewusstsein von SCP-239 rein müssen. Hi! Oh, hey! Ja, okay. Ja, stark. Sehr gut. Sie hat sich einfach in Luft aufgelöst. Durch eine Tür durch. Let's go. Oh, sie redet mit ihr? Sie hat Angst vor Monstern. Scared, just close your eyes. Imagine something beautiful, and those terrible things will disappear. Who are you? Sie geht auf jeden Fall netter mit SCP-239 um. You can just call me Violet. I will Violet. Take care of you from now on. No one will hurt you ever again. Auf jeden Fall. Oh, die Tür geht auf. Auf jeden Fall schön, dass sie sich ein bisschen, ich sag mal, besser um das Kind kümmert. Weil es ist ja, klar, es ist ein SCP, aber es ist ja trotzdem nur ein Kind eigentlich. Oh. Alright. That's it for today's bedtime story. Wir sind drin. Hi. Violet ist draußen. We'll have a little test tomorrow. You need your rest. Afraid. Sleep.
nightmares. Sie hat Angst vor Albträumen. SCP-239, are you afraid of having nightmares again? Yes. Afraid. Just remember what I told you. When you feel scared, just close your eyes. Ja, smart. Wenn du Albträume hast, mach einfach deine Augen zu. Hä? Then you won't be afraid. Get some sleep now. Remember to imagine those beautiful images. Oh, es ist sehr dunkel. What? Was war das jetzt? Was? Wow, was passiert? Was passiert jetzt? Jo, was ist das denn jetzt hier für eine komische Energie, die hier ausgeht? Aber fand ich sehr nice. Kind hat Angst vor Albträumen und Violet sagt so, ja, wenn du Angst hast, mach einfach deine Augen zu. Oh. Oh, eine Schrotkröte. Eine Schrotkröte. Ein Elefant. Sie stellt sich einen Zirkus vor. Oh. Auswählen, welches Teil verbunden werden soll. Oh, oh, ey, stopp! Ey, nein, was ist mit seinem Rüssel passiert? Wow! Was ist denn mit seinem... Ah, wir müssen hier die Größe anpassen, oder was? Okay. Ja, perfekt, freut er sich doch, oder? Sind die noch zu groß, oder... Ey! Was macht er denn? Ich kann... So? Müssen die noch kleiner? Ah, perfekt, okay. Hä, was ist denn... Was ist das für ein Elefant? Wieso muss ich denn dem Elefanten seine Beine anpassen, hä? Okay, ist er zufrieden? Perfekt, perfekt. Ich kann die Beine aber nicht dicker machen. Ich kann nur in eine Richtung ziehen irgendwie. Hä, ist ja ganz komisch. Okay, das Bein haben wir auch angepasst. Perfekt. Ist ein... Oh, okay. Wir haben dem Elefanten geholfen. Sehr gut. Wo ist das kleine Rotkehlchen? Ja, ja, moin. Jetzt sind ja auch Zebras. Und ein... Ist das ein Gepard? Ja, der Gepard. There should be beautiful spotted curtains to block out the harsh sun. The robin shakes its head again. Ganz viele wilde Tiere hier. The giraffes speak from way up high. The house should have a high roof. A place should hang from the ceiling. The robin flaps its wings and flies away. Wo ist das? Oh! The hippos. Einfach noch ein paar Nilpferde. Let's go. Oh, guck mal, das ist das Rotkehlchen. So we can bathe anytime. Hi! Nilpferde turbo gefährlich übrigens. Oh, was ist das? Oh, da sind Rotkehlchen auf dem Bild. Und Löwen. Okay, was müssen wir hier machen? Wir gehen mal hier dran. Steuere das Rotkehlchen. Nein, ich muss jetzt hier nicht. Das ist die SCP-Version von Flappy Bird, oder was? Ja, stark. Let's go. Okay. Wir steuern mal das Rotkehlchen hier durch, Leute. Ohne irgendwo reinzufliegen. Oh, wir haben es geschafft. Es fliegt zu einem kleinen Hügel. Ein Nashorn. The robin shakes its head and flies away. It flies and flies, and finally it lands on the back of a rhinoceros. Auf dem Rücken von einem Nashorn landet es. Everyone travels with all sorts of strange questions inside. But after traveling far and long enough, the answer that everyone finds
is that the truth is not far, for it lays within our very hearts. Robin, what kind of home do you want? The Robin says, the home I want is... Oh. SCP-239, what are you doing? What's going on here? What's happening? SCP-239, we have to work and rest according to plan. But I... Alex, clear up the mess. At once, was denn? Ich verstehe es nicht. SCP-239, this is all for your own good. You must be obedient and complete tomorrow's test. After that, I'll give you a gift. A gift? All right. Back to sleep now, SCP-239. Ab zurück ins Bett. Okay. Ist sie wahrscheinlich hier drin rumgewandert, anstatt zu schlafen? Das kann natürlich sein. Dass sie hier drin rumgelaufen ist und sich das alles vorgestellt hat, was wir gerade gesehen haben. Obwohl sie ja eigentlich schlafen sollte. Okay. Und wo fahren wir jetzt hin? Mit dem Fahrstuhl? Wo kommen wir hin? Boah, ich will endlich wissen, welches Experiment zu dem Unfall geführt hat. Oh, wir fahren nach unten. Wieso sind wir denn nach unten gefahren? Wo kommen wir denn jetzt hin? Was? The commissioning of the experimental site must be completed at once. The formal presentation is next week. I'll see to it, Director. What shall we do with these creations of SCP-239? Destroy them. What? Erschafft sie hier irgendwelche organische Materie oder was? Guck mal, das sieht aus wie Flügel und was weiß ich. Das alles erschafft SCP-239 und dann landet das alles hier unten, oder was? Habe ich das richtig verstanden? Biological Waste Treatment Tank. Oh, Bug, und hier ist noch so ein Pferdchen. Ein Geschenk für mich. Schön. Okay. Wir bauen das nächste Teil hier drauf. Wir ziehen wieder die Spieluhr auf. Habe ich das jetzt echt richtig verstanden? Sie erschafft keine Ahnung was alles. Die müssen das entsorgen. D6744 calling Bird's Nest. D6744 calling Bird's Nest. Oh, oh. Er erreicht niemanden mehr. Er erreicht niemanden mehr. Das kann nicht gut sein. Das kann kein gutes Zeichen sein. Wir öffnen die Tür. Oh. Director Tattoo, the experimental site has been fully prepared. The report may begin at any time. Okay. If today's experiment goes smoothly, I will have full control over which plan. Go, check again to be sure that everything is in place. There can be no omissions. At once, Director. Was ist der Hexenplan? Ich will wissen, was es ist. Ziemlich sicher haben die einfach vor, das Mädchen zu kontrollieren. SCP. Ah, da drüben geht's weiter. Okay, let's go. Pierce will mit dir reden. Dr. Pierce, as you can see, I'm very busy at the moment. We'll be presenting Witchplan's progress to the O5 Council shortly. Right, yes, that's just it. Listen, SCP-239's abilities are greater than you could ever imagine. She is infinitely more powerful now than when she was born. Your experimental procedures lack the proper controls. Any mistake, no matter how minuscule, could have irreversible consequences. Okay. Dr. Pierce, let us not forget that it was your previous missteps that caused us to miss the ideal incubation period for SCP-239. If we don't cultivate her using my method, the window of opportunity will be closed for good. But listen, if you go about it using your method, you will repeat the accident that happened 7 years ago. Oh, das ist schon mal passiert? You do remember, don't you? Heisenberg, Freeman, Claire? Enough, Sean. Don't you dare bring up their names. Sean, the progress of civilization has always come with sacrifices. You don't get one without the other. To have the chance to harness the abilities of SCP-239, no price is too great. Violet,
You're playing with fire. Dr. Pierce, it's time. I suggest you go to the first floor to get front row seats to civilization's next leap of progress. Oh no. Violet, listen to me. Ich habe eine ungute Vorahnung, Leute. Violet versucht das Ganze ja quasi so ein bisschen sanfter zu machen, wie wir bis jetzt auch schon gesehen haben. Aber vielleicht war Dr. Pierce sein Ansatz doch nicht so schlecht, denn er hat gesagt, es fehlen einfach einige Kontrollmechanismen, die er benutzt hat, die Violet aber nicht benutzt. Und wir wissen ja mittlerweile, dass SCP-239 zwischendurch sozusagen die Kontrolle verliert. Und das, genau das, ist scheinbar nochmal passiert. Okay, können wir... Oh, hier sieht man, was sie so gemacht hat. Guck mal, hier Autos gestapelt, einfach zerquetscht und was weiß ich. Testzeit. Umwandlung von einem Glas befindlichen reinen Wassers in Wein bestanden. Wiederbeleben von Vögeln, die seit mehr als 12 Stunden verstorben waren, bestanden. What? Erschaffung eines Feigenbaums, Umwandlung von Lebewesen in Moleküle. Okay. Aber Feigenbaum hat sie auch bestanden. Ihr seht, da im Hintergrund ist dieser Zettel. Da steht, bestanden. Okay, keine Ahnung. Komische Übersetzung, aber das kann schon mal passieren. Was passiert da jetzt? Okay. Ist das der Test, der schiefgelaufen ist, oder ist das was anderes? Jetzt bin ich gespannt. Das Rotkehlchen. Will sie es wiederbeleben? Ist das Rotkehlchen? Wow! Der Vogel, er lebt einfach wieder, what the hell? Und jetzt fliegt es hier rum. Das Rotkehlchen braucht ein Zuhause. Jetzt. Was? Nicht der Baum? Sie sollen zu Hause nicht Baum, sagt sie. Jetzt erpresst sie sie. Sie erpresst sie, dass alle ihre Sachen ihr wieder weggenommen werden. Sie soll einfach einen Baum erschaffen. Oh, was passiert jetzt? Sie haut einfach einen Baum aus dem Boden. Wird das? Oh. Das ist doch kein Baum. Das. Sie soll aufhören. Aber sie kann nicht aufhören, oder? Oh. Was? Violet kommt nicht raus. Sean? Oh, es hat aufgehört. Doch, es hat... Nee, wir müssen jetzt da runter, oder was? Sie hat einen Baum erschaffen. Obwohl ich es jetzt nicht... Ich würde es nicht unbedingt Baum nennen. Oh. Wow.
Die Tür geht nicht auf. Sean! Sean ist hier. The backup door outside. Help me open it. Sean. Come on, quick. Was macht Sean? I told you you were playing with fire. Oh, er sagt dir. Er sagt dir, du bist zu weit gegangen. What are you doing? Open it. Open the damn thing. No. No, Violet. I can't. What? What do you mean? Er kann. SCP-239 is out of control. Why would I open the gate? What the fuck are you saying? Oh no, er lässt sie einfach da drin. Right, Violet. Victory comes to those who fight, and to those who last. Talking crazy, Sean. This is not that. Open the fucking thing. An accident of this magnitude. It's just what I need to prove myself. Sean. Oh. Sean, don't think like that. Er lässt sie einfach sterben da drin. Whatever you want. Oh, we'll do. I know. I'll quit. I'll resign. Which jetzt will sie kündigen. I will use these learnings to improve the plan and equipment. I've never been so certain of success. No, Sean. Let's not think like that. Let's oh. not think so. You have proven invaluable, Violet. You will not die in vain. No, er lässt sie einfach sterben da drin. Wow! Was denn? Er hat sich einfach aufgelöst, oder? Oh, jetzt geht das hier auch auf. Das hilft jetzt aber niemandem mehr, dass es... Oh, was ist das? Ah! Sorry. Oh, SCP-239 sagt, es tut ihr leid. Sie macht das ja... Sie macht das ja nicht mit Absicht. Sie tut es nicht mit Absicht. Okay. Wir betätigen wieder die Spieluhr. Wir holen uns die letzte Tür. D6744. The energy output is getting out of hand. How much longer? So this is the witch plan, huh? Are we anything more than tools to you? Tja. It's not about that. This is about saving the world. Either you fix this, or we're all screwed. That's what I'm doing. Then move your ass and do it already. SCP-239 ist auf jeden Fall... Quitting the Foundation was the best damn decision of my life. SCP-239 auf jeden Fall so mächtig, dass sie die Welt zerstören könnte, scheinbar. Und wir müssen versuchen, das Ganze irgendwie... Boah. Irgendwie zu stoppen. Okay. Teile zurücksetzen mal wieder. Oh. Das verstehe ich hier nicht. Was muss ich hier mit wem verknüpfen? Funktioniert das so? Oh ne, das ist falsch gewesen. Das war falsch. Rätsel zurücksetzen. Oh, das Rätsel hier ist richtig schwierig. Was? Wie soll das denn funktionieren? Wir müssen jetzt hier scheinbar gelb mit gelb und rot mit rot verknüpfen. Aber das... Ah doch, ich hab's, okay. Doch nicht so schwer, wie es erst aussah. Ich habe nur zu... I now present to you the ARB Potential Development Device 2.0. Okay. This device is capable of not only better stimulating the potential of abnormal objects... Penis stellt hier was vor. ...but can also automatically turn on the respective electric field control, so long as the abnormal objects exceed the preset amplitude. This will ensure that the experiment is foolproof, with zero chance of runaway. Ja, okay. The tragedy of Director Tell 2 cannot be repeated. We must learn from our mistakes. Ich glaube doch, dass sich der Fehler wiederholen wird, aber okay. And we must treat security as a top priority. Otherwise all of this will be for nothing. Okay. Do not forget the credence we live by. Secure, contain, protect. This sich an Bergen beschützen. SCP. Secure, contain, protect. Aber wir wissen ja mittlerweile, dass das alles trotzdem nichts gebracht hat. Okay, hier lag eine Notiz. Seans Bescheinigung zur Wiederanstellung. Nach gründlicher Überlegung hat der 05-Rat oder O5-Rat entschieden, Dr. Sean Pierce wieder als hauptverantwortlichen Untersuchungsbeauftragten und leitenden Entwicklungsbeauftragten für das Projekt SCP-239 einzusetzen. Sean
ist also zurück. Und Violets Sterbeurkunde? Todesursache? Schädelfraktur. Oh. Nicht gut. Okay. Oh, das Dach wurde beschädigt? Wahrscheinlich wurde sie dann von Trümmerteilen oder was auch immer erwischt. Auf jeden Fall. Oh! Da ist sie. Hi, hello. It's okay. I just want to talk. No. Stay away. What happened? Nur reden, nur reden. It's not your fault. Whoa! Whoa. Shit. Oh, sie scheint ein bisschen mad zu sein. Uff. Was ist das alles? Was zur Hölle haben die hier gemacht? Oh, da sitzt sie oben drauf. Und das Ding hat sie jetzt benutzt, um ihre... I am Dr. Sean Pierce. December 25th. Oh, wir schauen aus der Sicht von ihr. 1630 hours. This is the first experiment of ARP Plan 2.0. Okay. We will repeat the previous tests first. Experiment 1. Strength test. Ein Stärketest. Okay. 600.000 Volt. Und sie soll das Auto zerquetschen. Wow. Was? Okay, wir müssen das gedrückt halten. Und... Na? Wir kontrollieren sie jetzt scheinbar. Zack. Und das Auto wird einfach komplett... zu Kleinholz verarbeitet. Wow. Wow. Jo. Das hat funktioniert auf jeden Fall. Ein Kontrolltest. 700.000 Volt. Ja, das kann doch alles nicht funktionieren. Wow. Das sieht doch da hinten mit dem Auto schon gar nicht so gut aus, oder? Was soll ich jetzt hier machen? Das alles hier zusammenfügen, oder was? Wow. Das hat nicht so gut funktioniert, oder? Ah doch! War richtig so, okay. Erschaffungstest. Wir haben ja schon mal einen Baum erschaffen. 800.000 Volt. Okay. Sie soll einen... Oh. Sie soll einen Truck herstellen. Und das funktioniert, oder was? Wir müssen unten ihre Skills quasi... Wow, wie soll ich das denn timen? Warte. Zack, 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 zack. Oh. Wir sollen es nochmal machen. Boah, das treffe ich doch niemals da unten, dieses kleine Stück. Ups, zack. Oh. 950.000 Volt. Alter, was machen die mit dem armen Mädchen? Boah! Und jetzt? Augen zu und Bilder vorstellen. Schöne Bilder vorstellen. Oh, Vogel. Vogel. Tiere. What the hell is this? Damn it! Stop trying to play violent tricks on me! I know how to deal
imagination. Increase the voltage strength to 1000 kilovolts. Alter, 1 Million Volt. Er übertreibt es einfach komplett. Oh. Okay, wir müssen es nochmal versuchen. Wir schaffen das doch niemals, das Ding da in die Mitte zu timen. Okay, wir versuchen nochmal. Zack. Nein. Oh. Aber das kann man doch nicht treffen, oder? Muss man es treffen? Was passiert hier jetzt? Oh. Wo sind wir denn? Oh, was ist das? Was ist das? Einer von denen. Oh no, eins von diesen Strommonstern ist hier drin unterwegs. Ich denke mal, wir müssen dem Kabel hier folgen. Einfach dem Stromkabel folgen. Oder den Kuscheltieren hier, ich weiß es nicht. Oder beides. Er läuft da lang. Oh, da kommt aber noch einer, oder? Ja, da kommt noch einer. What? Wo sind wir hier? Okay, wo läuft der hin? Darüber. Okay, wir laufen schnell. Wir laufen schnell hier lang. Come on, come on, come on. Hat er mich gesehen? Nee, ich glaube nicht. Biegt der ab? Nee, der läuft da weiter. Okay, dann gehen wir hier lang. Dann gehen wir hier außen rum. Wir folgen einfach diesem Kabel. Und schauen wir mal, wo wir hinkommen. Hey, was ist das hier? Sind das alles Spiegel? Wie so ein ganz merkwürdiges, gruseliges Spiegelkabinett hier. Oh, ach, das ist so ein Typ. Ich dachte gerade kurz, wir haben vielleicht was Wichtiges gefunden. Aber scheinbar noch nicht. Da! Oh, ist das das letzte... Das letzte Teil der Spieluhr, oder? Oh, ich würde dir gerne helfen, SCP-239. Ich würde dir gerne einfach nur helfen. Wir setzen das letzte Teil ein. Und wir ziehen die Spieluhr noch einmal auf. Beruhigt sie das? Nicely done. Hold on. The outflow of energy of SCP-239 has subsided and is now beginning to dissipate. Okay. We've regained control. Just hold on. Again, a job well done. The synapse is now ready to be disconnected. Can you just hold the fuck on and listen for a damn change? What's the matter? The problem hasn't yet been solved. She's still lost deep in her mental anguish. That's not our concern. Ja, nicht Priorität. Dem Mädchen geht's schlecht, ist nicht Priorität. Ah. Compassion in times of desperation leads only to the destruction of yourself. 3 minutes. You owe me that much. For all this, you owe me. I can enter her subconscious and fix this. 3 minutes. Very well. Okay. I'll disconnect the synapse in 3 minutes. If you're not back, I will show no compassion. Okay, wir kriegen nochmal 3 Minuten, um ihr zu helfen. 3 Minuten, um sie vielleicht zu stabilisieren. Um was? Wow, okay. Oh, was macht er denn? Haut er das? Was haut er das alles kaputt? Und jetzt? Wow. Wir haben zwar diese Zerstörung abgewendet, aber SCP-239 geht's immer noch nicht gut. Und wir versuchen ihr jetzt zu helfen. Was ist denn hier passiert? Oh! Team Honey Badger has entered the value anomaly area. Now quickly approaching. Team Honey Badger? Das klang wie Violet, oder? Das. Wow! Was ist das hier? Oh, mal wieder. Oh. Noch ein Rätsel.
glaube, das hier ist gut. Und dann... So. Perfekt, perfekt. Einfach besser. Okay, wo müssen wir hin? Ist das eine Notiz zum Lesen? Nein. Diese Uhren machen mich fertig. Anmeldeformular der Gynäkologie- und Geburtshilfeabteilung. Geschlecht weiblich, Alter 29. Oh, ist das die Geburt von SCP-239? Pflegekraft A. Das ist die Geburt von SCP-239, oder? Kann das sein? Ist das möglich? Ich denke schon, oder? Alter, wo muss ich hin? Was muss ich machen? Kann ich hier lang? Ah ja, hier kann ich lang. Okay, okay, okay. Boah, wie sieht es hier überall aus? Oh, ich muss nochmal so ein Ding machen. Oh, das war falsch, das war falsch. Wir müssen so. So. Und so. Perfekt, perfekt. Auf. In den Operationssaal. Was ist denn hier passiert? Oh. Was war das? Die fangen jetzt schon hier mit Containment an? Operation Hexenjagd? Was war... Hä? Haben die hier direkt ein kleines Mädchen von seiner Mutter entführt, oder was? So klingt das Ganze nämlich. Congratulations, a lovely princess with beautiful blue eyes. Have you thought of a good name for her? Ein Namen? She is my beauty angel. Sicuros. Sicuros? Target SCP-239 has been contained. SCP-239 contained. SCP-239! SCP-239! Sie wurde immer nur angeschrien ihr ganzes Leben. Sollte immer das tun, was ihr gesagt wurde. Durfte nie Kind sein. Yourself. None of this is your fault. Maybe you weren't meant for this world. Jetzt redet mit ihr. Close eyes. Imagine. Imagine. Beautiful. Images. Robin says, the home I want, my home is squishy all over, with shiny warm lights and no more cold steel. Filled all the way with beautiful star stickers and colorful lights everywhere, everywhere. Everywhere I go, they hat sie das erschaffen in ihrem Gefängnis? Das ist ihr Gefängnis. Ihr Eindämmungsraum. Und das hatte sie sich alles vorgestellt. Das sollte ihr Zuhause werden. Sie wollte einfach nur ein Zuhause. Oh, einer von den Papierdrachen. And it will take me anywhere. There, I will not be yelled at. I will not be punished. Sie wollte einfach nur Kind sein. Mehr wollte sie gar nicht. I hope so much to live here forever. My home. Sagura's home. Sie wollte gar nichts außer nur Kind sein. In ihrem eigenen Zuhause. Mehr wollte sie nicht. Oh,
My head. Take a deep breath. Just some minor side effects from the force disconnection. She's not coming back. What? In the end, she chose to shut off her subconscious. She'll sleep forever. Like a plant. Für immer schlafen. Anyways, our primary concern is the incident report. It'll require some brainstorming. Not my concern. Ja, das stimmt wohl. I'll arrange for someone to take you back. See you on the next mission. Nicht unser Auftrag. Oder nicht unsere Aufgabe, besser gesagt. Oh. Da hat aber noch was angefangen zu schweben. Vielleicht ist sie doch nicht komplett fort. Hey, manche von den Storys sind so traurig. Da wird einfach ein Kind geboren, was diese Fähigkeiten hat und wird dann einfach ein Leben lang eingesperrt. Aber das war's für diese Episode. Wir haben ja aber noch mehr SCP-Stories drin. Wenn ihr natürlich mehr sehen wollt, Daumen nach oben da lassen. Falls ihr die letzte Story noch nicht gesehen habt, Leute, solltet ihr jetzt das Video hier anklicken und hier unten ein Abo da lassen. Und wir sehen uns gern im nächsten Video. Macht's gut und bis dahin.